Wussten Sie, dass die Prominenten Salma Hayek, Charlize Theron und Carrie Underwood auf Bauernhöfen aufgewachsen sind? Diese Stars haben gesagt, dass das Aufwachsen auf einem Bauernhof ihnen die Wertschätzung für die Natur und den Wert harter Arbeit vermittelt hat. Vielleicht sind sie nicht auf dem Land aufgewachsen, aber sie waren als Kind trotzdem von der Natur umgeben. Vielleicht sind sie in ihrer Freizeit mit dem Fahrrad durch Wanderwege und Wälder gefahren oder haben am See geangelt. Durch diese Art von naturverbundener Erziehung haben sie wahrscheinlich eine Vorliebe für die freie Natur entwickelt, und dort fühlen sie sich vielleicht am lebendigsten. Wie wirkt sich das Aufwachsen in der Natur darauf aus, wie ein Mensch als Erwachsener mit der Welt umgeht? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus. 1. Sie sind eher in der Lage, über die Wunder des Lebens zu staunen. Mit der Natur um sich herum aufzuwachsen, kann in vielerlei Hinsicht herrlich sein. Zum einen ist alles ausgeprägter, die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, die Zeichen der Sterne in einer klaren Nacht, der wohlriechende Duft des Regens. Alles hat eine Lebendigkeit, die fast magisch wirkt. Vor allem Kinder lassen sich von der Schönheit der Natur verzaubern. Später, als Erwachsene, können sie diese Ehrfurcht aufgreifen und sie so einsetzen, dass die Natur in ihrem Leben immer noch eine wichtige Rolle spielt, auch wenn sie in der Stadt leben. In ihrer Freizeit können sie zum Beispiel Bergsteiger sein. Sie haben immer das Gefühl, dass sie Teil von etwas Größerem sind und dass alle Antworten, die sie suchen, dort draußen zu finden sind. 2. Sie sind von Natur aus kreativer. Es ist kein Wunder, dass Menschen, die in der Natur aufgewachsen sind, von Natur aus kreativ und fantasievoll sind, auch als Erwachsene. Wie bereits erwähnt, können sie Künstler sein, für die Natur die Muse ist, oder Archäologen, die alte Schätze entdecken und erforschen. Sie sind lebenslange Erforscher der Erde. Das Wichtigste ist, dass sie den Sinn für kreatives Spielen, der in ihrer Kindheit von ihrer Umgebung inspiriert wurde, auch in ihrem Erwachsenenleben beibehalten. 3. Sie leiden als Erwachsene seltener an Angstzuständen und Depressionen. Eine in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ergab, dass dänische Kinder, die von der Geburt bis zum Alter von 10 Jahren mit weniger Grün in der Nähe aufwuchsen, ein um 55% höheres Risiko hatten, später im Leben eine psychische Störung zu entwickeln, schreibt der Umweltjournalist Sam Nickerson. Die Forscher fanden auch heraus, dass das Risiko abnahm, je länger die Kinder in der Nähe der Natur lebten, unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnten. Wenn man während der gesamten Kindheit von mehr Grünflächen umgeben ist, hat man ein noch geringeres Risiko für eine psychische Störung, so Christine Engemann, Hauptautorin der Studie und Stipendiatin an der Universität Aarhus. 4. Sie strahlen ein natürliches Selbstbewusstsein aus. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass sie sich selbst versorgen mussten, als sie in der Natur aufwuchsen, oder damit, dass sie sich bei Spiel und Spaß auf ihre eigene Vorstellungskraft verließen und nicht auf Fernsehen und Videospiele. Menschen, die in der Natur aufgewachsen sind, haben eine angeborene Zuversicht in sich. Dies könnte von einem inneren Wissen herrühren, dass die unendliche Quelle, die die Erde geschaffen hat, auch für sie sorgen kann. 5. Sie haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Freiheit. Die freie Natur war für sie als Kind vielleicht eine große Fluchtmöglichkeit. Über jedes Problem, das sie hatten, konnten sie in der Natur nachdenken, und irgendwie würde die Antwort zu ihnen kommen. Die Natur war für sie schon immer ein Ort, an dem sie dem Alltag und den alltäglichen Dramen entfliehen konnten. Selbst jetzt, als Erwachsener, sehnt man sich danach, in der unendlichen Natur unterwegs zu sein, wo man, zumindest vorübergehend, von den Zwängen der Gesellschaft befreit ist. 6. Sie sind immer aktiv. Das versteht sich von selbst. Wenn sie in der Natur aufgewachsen sind, haben sie sich wahrscheinlich immer körperlich betätigt. Wandern, klettern, schwimmen, rodeln, bei der Hausarbeit helfen und alle möglichen anderen Dinge, die man in der Natur machen kann. Wenn ihnen dieser Lebensstil schon als Kind in Fleisch und Blut übergegangen ist, wird der Drang, in der einen oder anderen Form aktiv zu sein,
auch später im Erwachsenenalter ein fester Bestandteil ihres Lebens sein. 7. Sie leben mehr im Augenblick. Ein Teil der Schönheit und Ehrfurcht vor der Natur besteht darin, dass sie uns zwingt, langsamer zu werden und den Augenblick zu genießen. Zeit spielt in der Natur keine Rolle, und es ist leicht, sich in der Stille einer Weide oder den aufgewühlten Wellen des Ozeans vor einem Sturm zu verlieren. Man kann sich auch in dem frischen Duft der Kiefern im Herbst verlieren. Dieses Zitat des alten chinesischen Philosophen Lao Tzu bringt es auf den Punkt: Die Natur hat keine Eile, und doch ist alles vollbracht. 8. Sie haben eine Affinität zur Natur und fühlen sich für sie verantwortlich. Wenn Sie in der Natur aufgewachsen sind, haben Sie wahrscheinlich eine Beziehung zu ihr und wollen Ihren Teil zu ihrer Erhaltung beitragen. Vielleicht haben Sie eine Leidenschaft für Wildtiere, die Umwelt oder den Schutz von Gewässern, zum Beispiel. Vielleicht engagieren Sie sich in lokalen Organisationen und Spendenprojekten. Die Natur befriedigt unsere Instinkte, sagen Wissenschaftler. Vielleicht, weil diese natürliche Neigung seit Generationen an uns weitergegeben wurde. Menschen fühlen sich von Bildern aus der Natur angezogen. Deshalb haben wir das Verlangen, zu reisen und die Welt zu sehen. Wissenschaftler sagen, dass das angeborene Verlangen, von der Natur umgeben zu sein, von unseren ersten Vorfahren stammt, die sich so sehr auf die natürliche Welt verlassen haben. 9. Sie sind von Natur aus widerstandsfähig. Im Laufe ihres Lebens hat die Natur ihnen immer wieder gezeigt, dass sie jedem Sturm trotzen kann, der auf sie zukommt. Sie wenden diese Metapher auf ihr eigenes Leben an. Sie wissen, dass jede Schwierigkeit nur eine Jahreszeit ist, die unweigerlich vorübergeht, so wie der Winter immer dem Frühling und der damit verbundenen Wiedergeburt und Verjüngung weicht. So wie die Natur unsere Sinne anregt, so kann sie uns auch mit ihren beruhigenden Klängen und der Vielfalt ihrer Strukturen, die wir berühren können, zur Ruhe bringen. Dies kann uns erden und uns an unsere eigene Stärke und Fähigkeit zum Durchhalten erinnern. 10. Sie brauchen natürliche Schönheit in ihrem Leben. Dieser Punkt ist leicht zu beantworten. Da sie einen Großteil ihres Lebens von der Natur umgeben waren, haben sie das Bedürfnis, sie immer um sich herum zu haben, ganz gleich, ob sie in einem schicken Hochhaus in der Stadt leben. Vielleicht hast du dein eigenes kleines Gewächshaus im Garten oder fährst bei jeder Gelegenheit mit dem Fahrrad in die Natur. Vielleicht machen sie es sich zur Gewohnheit, mindestens eine Stunde am Tag in der Natur spazieren zu gehen oder zu laufen, um ihre Seele zu beruhigen, einen Schub an Inspiration zu bekommen oder sich neu zu sammeln. Es liegt in der Natur des Menschen, eine tiefe Verbindung zur Natur zu haben. Nach Angaben der Universität von Kalifornien in Berkeley haben über 100 Studien gezeigt, dass der Aufenthalt in der Natur, das Leben in der Natur oder auch das Betrachten von Natur in Bildern und Videos positive Auswirkungen auf unser Gehirn, unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Denkprozesse und unsere sozialen Interaktionen haben kann. Insbesondere die Betrachtung der Natur scheint von Natur aus lohnend zu sein, da sie eine Kaskade von Emotionen auslöst und unser Nervensystem beruhigt, sagen Christopher Green und Dacher Keltbar. Dies wiederum hilft uns, mehr Offenheit, Kreativität, Verbundenheit, Großzügigkeit und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.